Wer Marie Curies Manuskripte sehen will, braucht eine Verzichtserklärung und Schutzkleidung gegen radioaktive Strahlung. Curies sterbliche Überreste wurden in einem Bleisarg begraben, der die Strahlung in Schach hält, die das Herzstück ihrer Forschung und wahrscheinlich auch ihre Todesursache war. Die junge Marie wuchs in Warschau, im russisch besetzten Polen, unter dem Namen Marie Sklodowska auf und war eine brillante Schülerin, die jedoch vor einigen großen Hürden stand. Als Frau war ihr der Zugang zu höherer Bildung verwehrt. Also schrieb sich Marie aus Trotz an der Fliegenden Universität ein, einer geheimen Einrichtung, die Polens Jugend illegal Bildung bot. Sie sparte Geld und arbeitete als Kinderfrau und Lehrerin, wodurch sie nach Paris ziehen und an der Sorbonne studieren konnte. Dort machte Marie Abschlüsse in Physik und Mathematik. Sie lebte vor allem von Brot und Tee und fiel manchmal vor Hunger in Ohnmacht. In Paris traf Marie den Physiker Pierre Curie, in dessen Labor und Herzen sie einen Platz fand. Doch sie vermisste Polen. Zurück in Warschau merkte sie aber, dass akademische Positionen für Frauen immer noch kaum zugänglich waren. Doch es gab Hoffnung. In Paris wartete der verliebte Pierre. Schon bald heirateten sie und wurden ein überragendes Forscherteam. Marie Curie interessierte sich für die Arbeit eines anderen Physikers. Im Jahr 1896 entdeckte Henri Becquerel, dass Uran spontan mysteriöse röntgenartige Strahlung abgab, die mit Fotofilm reagierte. Bald fand Curie heraus, dass das Element Thorium ähnlich strahlte. Das Wichtigste war aber, dass die Stärke der Strahlung nur von der Menge des Elements und nicht von physikalischen oder chemischen Veränderungen beeinflusst wurde. Die Strahlung musste also von etwas tief im Inneren der Atome eines jeden Elements ausgehen. Ein radikaler Gedanke, mit dem sie das alte Modell der Unteilbarkeit der Atome widerlegen konnte. Danach konzentrierten sich die Curies auf Pechblende, ein hochradioaktives Erz, und erkannten, dass all die Strahlung nicht nur vom Uran kommen konnte. Gab es andere radioaktive Elemente, die der Grund sein könnten? 1898 beschrieben sie zwei neue Elemente: Polonium, benannt nach Maries Heimatland, und Radium, lateinisch für Strahl. Außerdem prägten sie damit den Begriff Radioaktivität. Bis 1902 hatten die Curies ein Zehntel Gramm reines Radiumchloridsalz aus mehreren Tonnen Pechblende extrahiert, was damals eine Meisterleistung war. Pierre Curie und Henri Becquerel wurden Ende desselben Jahres für den Physik-Nobelpreis nominiert, Marie jedoch nicht. Pierre setzte sich dafür ein, dass Marie die verdiente Anerkennung erhielt. So teilten sich die beiden Curies 1903 den Nobelpreis mit Becquerel, wodurch Marie Curie die erste weibliche Nobelpreisträgerin wurde. Gut finanziert und angesehen waren die Curies auf Erfolgskurs. Doch 1906 kam es zu einer Tragödie, als Pierre von einem Pferdewagen überfahren wurde. Marie war am Boden zerstört, vergrub sich in ihre Forschung und übernahm Pierres Lehrstuhl an der Sorbonne. So wurde sie die erste Professorin dort. Ihre allein durchgeführte Arbeit trug Früchte. Sie gewann 1911 noch einen Nobelpreis, diesmal in Chemie, für ihre Entdeckung von Radium und Polonium und ihre Extraktion und Analyse von purem Radium und seinen Verbindungen. Sie ist die bis heute einzige Person, die in zwei Disziplinen Nobelpreise gewann. Professorin Curie nutzte ihre Entdeckungen und revolutionierte die medizinische Forschung und Behandlung. Im Ersten Weltkrieg eröffnete sie mobile Radiologien und untersuchte die Auswirkung der Strahlung auf Tumoren. Für diese Errungenschaften zahlte sie jedoch einen hohen Preis. 1934 verstarb Curie an einer Knochenmarkserkrankung, wie man heute weiß, aufgrund der hohen Strahlenbelastung. Marie Curies revolutionäre Forschung war grundlegend für Physik und Chemie und wegweisend für Onkologie, Technologie, Medizin und Atomphysik, um nur einige zu nennen. Im Guten wie im Schlechten läuteten ihre Entdeckungen eine neue Ära ein und lüfteten einige der größten Geheimnisse der Wissenschaft. Wenn du gerne ständig Neues lernst, dann abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir neue Videos über alle möglichen Themen, von Einsteins Wunderjahr bis zur Physik des Fußballs. Bleib neugierig, bleib informiert.